Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres City Skylines 2 Let's Plays. Was geht? Also, ich habe eine Kleinigkeit erledigt. Und zwar habe ich eine kleine Anbindung geschaffen. Und ich hoffe, dass diese Anbindung uns vorwärts bringen wird. Und zwar hier. Hier möchte ich gerne noch eine Untergrundanbindung an eben diese Straße machen, von der Autobahn runter, dass wir noch eine neue Zufahrt haben für unsere Stadt. Und vor allem auch, weil ich hier hinten ja noch erweitern möchte und dieser Bereich ja hier hinten mit dem Kreisel schon einen Punkt gesetzt hat. Und jetzt haben wir hier oben noch einen. Jetzt können wir hier eine schöne lange Straße durchziehen, was dann unsere Hauptverkehrsstraße sein wird. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum, sondern wir begeben uns jetzt erstmal daran, hier an diese Straße die Abfahrten dran zu bauen. Und dafür brauchen wir bloß... Ja, ich glaube, wir nehmen mal doppelte. Das heißt, wir gehen hier vorher auf fünfspurig. Wie das letztendlich dann aussieht, das müssen wir dann noch schauen, aber hier, wir setzen mal so an, um uns eine Basis zu schaffen. Und müssen dann natürlich auch stellenweise wieder runter auf dreispurig. Selbes Spiel hier. Und das heißt, wir brauchen hier Auslaufspuren. Okay, das war jetzt schlecht. So. Und natürlich dasselbe Spiel hier. Und natürlich ebenfalls hier. Ja. Das passt doch schon mal. So, jetzt brauche ich hier auf jeden Fall... machen wir mal komplexe Kurven. Erstmal circa die 180 Grad. Ja, 170, das passt schon. Und dann gehen wir noch runter. Und zack. Schon haben wir hier eine Abfahrt. Auf der entgegengesetzten Seite gehen wir jetzt natürlich hoch, setzen uns hier ran und müssen jetzt irgendwie einen guten Punkt erwischen. Ja, so. Und schon haben wir hier eine sehr komisch aussehende Abfahrt. Ich glaube, das muss ich nochmal neu machen. Aber hier schon mal eine schöne Auffahrt. Machen wir hier die Abfahrt jetzt als nächstes. So. Verbinden das und dann haben wir eine schöne Abfahrt. Und, okay, gut, das müssen wir ein bisschen anders machen. So. Okay, die müssen wir jetzt nochmal neu machen, weil das ist nicht so geil geworden. Warum auch immer. Das kriegen wir schon hin.
So, geht doch. Und schon haben wir eine schön unsichtbare Autobahnauf- und Abfahrt. Mal schauen, wie sich das mit dem Verkehr verhält. Das haben wir jetzt natürlich nicht so sehr im Blick. Aber hier unten wird auf jeden Fall mit einer Ampel auch alles geregelt. Das könnte ganz gut sein. Aber wir haben einen neuen Bereich geschaffen, eine neue Autobahnabfahrt. Und das wird uns hoffentlich hier ein bisschen verkehrstechnisch voranbringen. Was ich jetzt als nächstes noch machen werde, ist hier mal alles so ein bisschen einebnen auf eine Höhe. Und anstatt einfach nur zu reden, könnte ich auch schon mal anfangen. Weil ich möchte gerne eine gleichmäßige Straßenführung. Und dafür werde ich hier jetzt erstmal schön alles platt machen. Von der Höhe her. Bis wir hier hinten angekommen sind und dann hier hinten sind wir ziemlich auf einer Höhe. So, hier gehen wir auch mal noch ein bisschen rein. Hier heben wir ein bisschen an. Das soll so ein richtig schönes Plateau werden. Haben wir, glaube ich, überall eine gute Höhe und interessanterweise ist das hier sogar auf der Höhe. Als wäre es geplant. So. Alles, was hier unterhalb der Klippe ist, bleibt genau so, wie es ist. Da wird nichts mehr hinkommen. Hier müssen wir noch ein bisschen von Bäumen bereinigen, aber das werde ich wahrscheinlich so ein bisschen außerhalb der Aufnahmen machen, ne? So, ich habe hier auch ein bisschen bereinigt, da sieht man es. Hier muss ich eventuell auch nochmal drüber gehen, aber das geht, glaube ich, noch. Weil ich habe einen Haufen Bäume nochmal gepflanzt in der Zwischenzeit. Also ich habe so ein bisschen was fürs Auge gemacht. Und ich bin jetzt gespannt, wie wir das hier alles noch gestalten werden. Aber hier wird jetzt auf jeden Fall erstmal noch das ist eine sechsspurige mit Trennwand. Okay. Da müssen wir jetzt nämlich erstmal hier noch entlang unsere Hauptverkehrsstraße ziehen. Und dann mit einer schön langgezogenen Kurve. Habe ich hier keine Einflusslinie mehr. Naja, dann muss ich das mit Augenmaß machen. Okay, damit habe ich den Kreisel gekillt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau so. Interessante Kurve. Es muss noch gefixt werden. Ja, so ist schon besser. Und hier habe ich jetzt einen Haufen Platz. Hier muss man eventuell noch mal ein bisschen drüber gehen. Das können wir eigentlich direkt machen. So. Und einfach, dass es
ein bisschen angenehmer aussieht, ziehen wir hier die Kante mal noch ein bisschen. Hier machen wir das noch ein bisschen. Hier an der Seite, dass es nicht ganz so krass steil abfällt. Ja, wenn wir das sogar noch ein bisschen anheben, dann können wir die auch da die Bäume stehen lassen. Ich mache mal die Größe ein bisschen höher. Das ist ein Haufen Terraforming-Arbeit. Ich bin gerade ein bisschen schweigsam, weil ich mir so denke, das ist echt ein Haufen Shit, den es hier zu tun gibt. Weil man will ja auch, dass es was fürs Auge ist, ne? Und dann muss man da wirklich noch einen Haufen Detailarbeit reinsetzen. Schon besser. So. Jetzt, nachdem wir die Straße eröffnet haben und ein bisschen Zeit vergangen ist, ist hier auch tatsächlich schon Verkehr, ne? Also sogar nicht gerade wenig. Sehr gut. Aber wo wir das letzte Mal aufgehört hatten, das war hier in diesem Park. Da müssen wir hier jetzt noch Wege ziehen und ein paar Brücken bauen. Und danach wird der Bereich hier hinten auch noch erschlossen. Und dann können wir hier rüber gehen und dann können wir auch langsam mal anfangen, hier diesen Weg, den wir schon angefangen haben, zu bebauen mit Brücken hier rüber, mit Brücken, die dann hier ankommen und so weiter und so fort. Vielleicht noch mit eigenen Abfahrten. Aber ich glaube, abfahrttechnisch sind wir hier relativ gut bedient. Hier ist auch immer ein relativ hohes Verkehrsaufkommen. Da muss ich auch vielleicht mal die Straßen ein bisschen ausbauen. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal in den Park hier. So. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall mal Wege. Mit komplexen Kurven. Nee. Wir gehen erstmal so diesen Weg hier so an. Okay, das ist jetzt schon zu steil. So. Der erste Weg. Der führt hier direkt an diesem Hang entlang. Und hier so ein bisschen um die Kurve. Dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt eine Verbindung oben auf den Gehweg. Da gehen wir mal so und dann so. Ja. Ich glaube, die werde ich dann auf jeden Fall entfernen. Aber von dieser Brücke aus können wir einen Weg hierhin machen.
Oh ja. Da müssen wir jetzt aber direkt schon das hier mit den Straßen machen, sonst vergesse ich das wieder. Ich kenne mich doch. Weg. Okay. Die haben hier genug Möglichkeiten. Außerdem wird es auch nochmal Brücken hier rüber geben. Dann brauche ich nochmal den Weg. Das Ding hier im Weg. So könnte es klappen. Okay, das hat doch hervorragend geklappt. Dann muss ich hier wieder den Gehweg entfernen, zack, und schon haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was Gewagteres fabriziert. Jetzt kommt nämlich noch eine Brücke, die von hier rüber geht. Na, wir haben Breitenprobleme. Nice, das hat geklappt. Was Überlappendes. Lol. Das überlappt jetzt immer, oder wie? Na, ist ja scheiße. Okay. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Also das ist jetzt schon eine kleine Herausforderung. Okay, einfach nur gerade klappt schon mal gar nicht. Dann ist vielleicht einfach die Stelle nicht ordentlich geeignet. Dadurch, dass hier auch ein großer Höhenunterschied ist, ist das wahrscheinlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber das ist schon fein. Wir machen hier hinten jetzt erstmal noch einen Weg. Der hier vorführt. So, jetzt ist das auf jeden Fall schon mal eingekringelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Können da bestimmt hier noch mal rum.
jetzt kommt man von überall so ein bisschen schneller ans Ziel. Jetzt muss ich mal hier gucken. Jetzt können wir ja hier drüben noch ein bisschen erstmal gestalten. So. Geht's hier an die Straße. Dann ist da auch schon mal ein bisschen was abgehakt. Und jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, ist doch gar nicht so verkehrt, wenn ich hier jetzt hochgehe. Nee, da will ich hin. Jetzt erstmal dahin ziehe. Die Straße ist einfach zu breit. Ich will jetzt mal was auschecken. Es würde gar nicht gehen. Okay, das ist schon mal schlecht. Oh, wir können doch einen Tunnel bauen. Ja klar, easy. Das ist hier doch um einiges angenehmer. Immer, dass es auf Brücken bestehen. Warum nicht mal einen Tunnel machen? So. Sag mal, läuft der eine Track hier auf Dauerschleife? Hier. Und kommt hier an. Easy. Okay, sieht ein bisschen weird aus. Nee. Das wollen wir so nicht. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Schon besser, aber immer noch schrecklich. Vielleicht wird es besser, wenn ich das von der Seite aus mache. Na, so ist, glaube ich, ganz gut. Weil wir dann nicht so nah an der Straße sind. Ja, das ist fein. Das ist okay. So. Und ich würde sagen, damit ist auch der Park fertig. Und ich habe ja gesagt, nachdem der Park fertig ist, machen wir auch die Folge fertig. Wir haben ein schönes Netzwerk geschaffen. Da können die Leute jetzt schön drin laufen. Bin auch schon mal mega gespannt drauf, wenn hier das Gewächs auch mal vorangekommen ist, ne? Weil die werden ja auch immer größer, die Bäume. Da haben wir ja schon mal so eine ausgewachsene Eiche und hier wird relativ viel unterschiedliches Gehölz, glaube ich, zum Schluss stehen. Und ja, ich habe so das Gefühl, das wird ganz nice aussehen hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, haut rein und see ya!